So, Sprengkraft97 meldet sich heute zurück mit einem neuen Video. Und ich habe heute für euch den Artikel Air Force für euch von der Feuerwerksfirma Big Fireworks. Hier das Label von denen. Hat damals 6 Dollar gekostet. Recht viel für einen Artikel. Ja, wir haben hier eine kleine Produktbeschreibung. Moves on ground, emits flame and sparks. Heißt auf Deutsch übersetzt, das Teil müsste Räder haben. Das bewegt sich am Grund herum, also auf dem Asphalt oder so. Und es wird hinten angezündet. Man sieht es ein bisschen schlecht, weil es so spiegelt. Da wird es angezündet. Wir haben da so eine Fontäne, die das ganze Ding antreibt. Und da, wo die Turbinen sind, von dem Teil, sind dann weitere Fontänen auf beiden Seiten vorhanden. Und dort kommt dann eine Fontäne raus. Ja. Ja, wir packen es auch gerade nochmal aus und gucken mal rein. Moment, ich hab's gleich. Ja. Oh, ist aber extrem schwer, das Teil, muss ich schon sagen. Also für so wenig Papier und 3 Fontänen, Respekt. Ja, also die Fontänen an sich sind eigentlich so groß, also die hier hinten vor allen Dingen, so groß wie ein Flitzefeuerstein. Also die Fontäne davon. Ja, und hier halt im Verbund die 2 Fontänen. Ich vermute mal, weil hier hinten auch rotes Seidenpapier ist, dass die hinten und vorne einen Auswurf haben. Ja, also es ist schon ein sehr schöner Artikel. Und es hat übrigens keine Räder, das Teil, wie ich zuerst vermutet habe. Hier haben wir noch ein bisschen Beschreibung unten. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und testen das Teil einfach mal, was es so kann. Und ja, bis gleich im Test.